zwei Lokomotiven. Heute. Leider nur noch einen Fotoab locker machen, da die Zeit sonst nicht reicht. Es wird eine Zugkreuzung erwartet und daher ist die Zeit zu knapp. Na gut. Kreuzung, das heißt, wenn das Kappel ist doch hier. Das ist am Essen hier, ne? 14:10 fährt er da weg. Wurde seine Frau früher ausgelacht, siehst aber, sie hat schon wieder ihren Rappel. Wir müssen warten, bis der Scheinwerfer kommt. Der kommt heute nicht mehr. So. Ah, stopp. Super. Jetzt kommt Lokomotiv. Jetzt schon Kreuzer. Möchte jemand ja. ein Foto machen? Ja. Übermelden, übermelden. Sie haben die Finger ja gehoben, aber Sie haben nichts gesehen. Genau. Auf den Standpunkt kommt es an. Also der Zug kommt an um 18.30 Uhr. Das kann man vergessen. Unser Vorteil. Jemand Foto hier vorne? Nein. Das werde ich oft gefragt. Es wäre theoretisch möglich, was bringt er mir? Ich fahre lieber. Ja, ich muss lieber sehen, wenn ich hinfahre, als wenn ich zurückfahre. Tatsächlich ist schon einigen Leuten schlecht geworden, als sie den Film gesehen haben und zurückgekommen sind. Ich persönlich lege da keinen großen Wert drauf. Ich fahre sehr oft per Schmalspur. Irgendwie so im Wagen, guck rechts und links und die Rückfahrt ist nicht auf der Plattform. Aber die Leute, die jetzt da oben in der Kabine sind, bei der Wettfahrt, sind mir meine Sünden.
dann sind wir sehr oft, die Dächer kamen. Gleich schon mal nach zwei Reisen. Der darf also jetzt nicht mehr hier, oder? Ganz gerne mit aufs Dach. Ja, aber ist sehr gefährlich. Ja. Dann haben wir zwischendurch dieses. Aber ich beenge sie jetzt hier zu sehr. Ach, nein. Und als wir letztes Mal schon mal im Film im Kino sahen, Bambi, haben wir noch Häuser und so. Ja, jetzt bräuchte man eine Schiebelok. So haben wir irgendwann nicht immer die gegebenen Prozente. Kommt dann das wieder. Und da müsste ich heute dran denken, dass ich mich auch springen soll, wo man so schön draufsitzen kann und könnte sich besten. Naja, aber ich muss sagen. Nein, ist das nicht. Das ist Travis. Auch wenn ich glaube, ich würde ziemlich machen. Und der lege ich gewaltig vor jetzt. Ich habe es in Südamerika gesehen, wo wir gefahren sind. Die Züge waren voll. Und es war nicht zu kalt, weil 4000 in dem Wetter. Aber auf den Bremsen habe ich gesessen. Sehr vollendet. Von wann ist das?
letzten der frühen gotischen Kathedralen. Und sie dürfte so, ich habe es gelesen, so 1150, 1200 oder was, 1250 angefangen worden sein. Man hat ja noch so eine Reihe. Sie war also gebaut worden, als man gelernt hat, die Kathedralen zu bauen. Das soll die größte Frankreichs aussehen. Das habe ich aber noch nicht in Paris. Ist Notre Dame gebaut worden? Bitte? Ist Notre Dame in Paris später gebaut worden als er schon älter? Ich werde mir aber jetzt mal einen anschaffen. Kommt schon.
geht es jetzt nicht. Es geht einfach darum, ich habe das bisher nie für nötig erachtet. Man braucht auch immer ganz so eine Vielzahl von wie ist das mit Vorhandenes und System 2000? Oder ist das schon lange tot? Naja, ich meine, wo ich mal mit geliebäugelt habe, da hat es damals drei Verfahren gegeben. Und da sind das alles Analogverfahren und keine digitalen. Ja, mit digital ist es auch nicht so einfach. Denn Ton kann man sehr einfach digital aufzeichnen. Man kann es auch mit Bild. Im Bild, da braucht man Datenkompressionen. Ja, und dann habe ich mal gedacht, aber die werden wir jetzt machen. Aber so ein Ding wahrscheinlich nicht. Thank you.
und zwar die Ukraine mit drei Worms. Ja. Wie sieht es da mit dem Geld aus? Was sollte man da mitnehmen oder nicht? Rubel sollte man nicht mitnehmen. Dollar. Kleine Dollar. Also ich frage nochmal nach, ob man auch mit D-Mark bezahlen kann. Obwohl, er hat ja reingeschrieben, Dollars. Das meiste immer 1 Dollar oder so. Oder für Markschein. Ich frage den nochmal an, ob man das auch mit D-Mark machen kann. Also in St. Petersburg hat man den Eindruck gehabt, dass wir lieber Mark genommen haben mit Dollars. Kein Öl, ja. Das ist ja auch es ist so ziemlich alles zugelassen, außer Russland und Werbung. Mit Dollars kommt es am besten zurück, wenn zum Beispiel ein Dollarschein wird. Brauchen Sie ja nicht unbedingt, dass Sie was rauskriegen. Die Stempelung ist wirklich angenehm klein. Ja. Damit braucht man mehr Geld. Also es war die Rede davon, eine Flasche Wein zu 5 Mark. Soweit ich mich erinnern kann, war es in Dollars eine Kleinigkeit billiger dann. War es in Dollars ein bisschen billiger, ja. Mit 1, 2 Dollar, ich meine, das war was anderes als 5 Mark. Genau, deswegen Dollar, ja. Ja, aber 5 Mark sein, das soll ich mal dabei haben, wenn man dann einwechselt. Also man braucht außerhalb des Zuges kein Geld. Gar kein Geld. Und für die Besatzung, da würde ich vorschlagen, ein paar Geschenke mitnehmen, was man da so braucht, so praktische Dinge. Sonst das Bargeld handelt, das tut ja sich nicht richtig erleichtern. Das hat man die Erfahrung gemacht. Ja, da ist Paschkewitsch natürlich da beteiligt. Ja. Der nimmt alles und der Rest der Mannschaft teilt sich andere Hälfte. Ja, so Kleinigkeiten soll man da bleiben. Was auch Google für Briefmarken, wenn jemand über Pension. Was für Rubel, oder? Ja, ich habe einen Brief mal da eingesteckt, der ist nie angekommen. Also ich habe da habe ich auch so sein, so schon gehört, dass ja, du musst also schon probieren, glaube ich. Also für Briefmarken, oder wenn man ja, das war ja so, das ist aber trotzdem nicht angekommen. Du bist doch im öffentlichen Verkehrsmittel schon drin, du wolltest ja auch nicht steigen. Das reicht aus für eine Rundfahrt durch die Stadt. Stadtrundfahrt, ja. Minica auch nochmal. Und für Videokameras ist es gesorgt. Da kann man aufladen. Das ist fein. Naja, sonst könnten wir ja dann sind dabei, sie bleiben an der Stelle. Naja, im Notfall, dann wird hier ein bisschen wenig für was soll das? Okay, ist für die Sorge, jeder. Dabei ist und sag mal, wie heißt die andere Galina, glaube ich? Schönen Gruß von mir. Aha, ja. Ja, da kommt ja so ungefähr auf jeden Fahrgast, kommt ja da ein Bediensteter. Ja, ja. In der Größenordnung liegt das ja doch. Ja, ja, Mischer wird wahrscheinlich wieder seine Tochter als Kellnerin zu laufen haben. Ja, aber er ist eigentlich deine der Adresse wegen der Alimente da lassen? Ach, da hätte sich schon was gemeldet. Das ist länger als 9 Monate her. Ah ja, das ist ja wieder Kanal. Kanal. Avec Otto là, deux minutes. D'accord.
Minuten Foto haben. Und der Fritz, ah, da, ja. Ja, oder? Also ganz kurz nur. Ja, was heißt ganz kurz? Zwei Minuten. Was heißt ganz kurz? Ich schreibe ja in Zukunft auch immer alles aufsteigen, was ich so eventuell für Sonderwünsche habe. Weil eine Woche früher abfahre. Ja, die Frage, ob sowas machbar ist. Ja, ja, wenn sowas ist, wie jetzt hier mit den Fahrplänen, dass sie einfach nicht bekannt werden, da sind ich weiß, Sonderwünsche insofern nicht zu akzeptieren und dann Dankeschön und tschüss. Natürlich, anders geht es nicht. Aber wenn ich jetzt im Sekretariat angerufen hätte, hätte ich auch nichts gewusst. Die hätten nichts gewusst. Ja, woher denn? Ja, hätte ja sein können, dass sie dort was hinterlassen. So ja, dass sie nichts wissen zum Beispiel. Ja, auch noch nichts so hinterlassen können. Oder dass die sie anrufen könnten. Ja, dann sind sie bei der Bartding an der richtigen Art. Die macht es nicht. Naja, ich habe es ja noch nie probiert. Ich habe es ja noch nie gebraucht. Bisher hat ja alles. Nee, also da brauchen sie keine. Aber den Lärm kriegst du nicht, bitte. Keine Hoffnung. Das will ich auch nicht. Keine Hoffnung. Das ist eine außergewöhnliche Sache gewesen wegen dem Fahrplan. Sonst wäre das also. Alles aber der Regelfall ist eher, dass man 14 Tage vorher beschafft. Ja, ich werde mich jetzt in Zukunft von Dingen wie da zu sein. Fest jetzt. So, mein Fahrplanwechsel lag da fest, man dann so fährt. Nein, ich habe das damals so gemacht. Da war die Polenfahrt. Und dann hatte ich mit dem Polen verabredet, dass ich mit ihm gewisse Strecken im Riesengebirge fahre. Und dann wollte ich das natürlich alles, ich will ja nicht nochmal nach Polen fahren. Ja. Und es war ja auch klar, dass sie da ankommen, da war ja kein Problem. Da habe ich aber eine andere Bildung. Und hier war es eben die Sache mit Köln mit dem hohen Fan. Weil ich ja da am Freitag spätestens losfahren muss. Ja, ist alles richtig, nur kann ich natürlich von einem Bus erwarten, dass er eine feste Adresse hat. Bitte?
feste Anreise? Ja, aber wie gesagt. Denn was wäre denn im schlimmsten Fall passiert? Ja, aber die Mannschaft ist lange am Spachteln. Hätten Sie die Sachen rechtzeitig gesehen? Na, rechtzeitig ist nicht 14 Jahre vorher. Nö, aber rechtzeitig. Das liegt ja zu Hause bei Ihnen. Sitzt ja nicht, wenn ich bin jetzt Rentner. Das liegt bei Ihnen zu Hause. Ja, ist ja nicht. Ich werde also in Zukunft aber aufschreiben. Aber wenn das bei Ihnen zu Hause liegt, da könnte doch Ihre Frau nicht mehr aufschreiben. Ja, aber... Die telefonieren. Denn die weiß ja gleich noch, wo sie sind. Ich weiß das ja nicht wissen. Erstens ist meine Frau, wenn ich weg bin, nicht immer zu Hause. Sie fährt nach Leipzig. Und zweitens ist meine Frau, sie hat einen Tumor im Gehirn. Sie leidet unter Aphasie. Das ist Wortfindung, Sprachstörung. Jetzt telefonieren Sie mit ihr mal noch dazu, wenn sie denn aufgeregt ist. Wir hören, was Bestimmtes sagen möchte. Das ist also bei uns ein bisschen. Deswegen nehme ich sie auch so gut wie nie im Zug. Wenn wir verreisen, ist es so ein Auto gefahren. Mit der Bahn ist halt kein Zweck. Sie war halbseitig gelähmt und. Also sie läuft wieder. Auch schon mit dem Zug, aber nur nach dem Bahnsteig. Also ich kann mit ihr nicht alles machen. Was ist aufzuhängen an dem Fahrplan und sonst nichts? Also ich werde in Zukunft eine Anmeldung gegen hier aufschreiben, dass das also nur zu berücksichtigen ist. Ich habe ja nicht immer solche Kombinationen. Das war ja jetzt bloß so eine komische Kombination mit den Feiertagen und den Kölnern. Das kommt doch nicht immer vor, dass gerade zwei Sachen immer sind. Dann werde ich im Zweifelsfall reinschreiben, dass das also nur zu berücksichtigen ist, wenn es möglich ist, mir 14 Tage vorher oder in angemessener Zeit halt, ich gedenke wegzufahren. Nehmen wir mal an, Sie machen jetzt irgendeine Fahrt, ich weiß jetzt nicht wo. Nehmen wir an, ich theoretisiere, 3 Tage in England. Nur, oder 5 Tage in Porto in Nordspanien. Dann fahre ich wegen 5 Tage mit Ihnen nach Hause. Ich fahre früher los und komme später nach Hause. Ja, es ist wie gesagt natürlich immer das Risiko, wenn kurzfristig irgendwelche Dinge passieren, das ist nicht die Regel. Und das ist eigentlich die letzten Jahre auch höchstens einmal passiert, dass man da mal wegen irgendeiner kurzfristigen Sache die Leute noch anrufen musste, zu Hause, 2-3 Tage vorher. Ja, zum Beispiel die Sache mit Amiens mit dem Hotel. Ich hätte mich in lustig und dämlich erwartet. Was hätten Sie denn gemacht? Ich hätte nie gewartet. Das ist der Fall. So was ist bei der Reise noch nie passiert. Aber privat ist mir das sehr wohl bekannt. Sie haben ein festes Hotel gebucht. Sie kommen dahin. Die Bude ist dicht, weil die Nacht vorher dort. Feuer und Wasserschaden gleichzeitig aufgetreten. Was machen Sie dann? Ja, günstig ja immer, wenn Sie schreiben, mit welchem Zug Sie kommen. Sehen Sie, wie Sie es ja normalerweise tun. Ja. Oder wie Sie es mir auch gesagt haben, 20 Uhr so und so. Wenn ich mir dann aber deswegen einen anderen Zug aussuchen muss, weil man die Stadt ändern muss, dann geht er nicht mehr zu meinen Kosten. Ganz klar. Also, wir können ja nur theoretisieren, solange wir wollen. Ich theoretisiere mir überhaupt nicht, weil es noch nicht prüft. Es ist ein gewisses Risiko, wenn man aus Programmen, die irgendwo ausgeschrieben ist, da sagt er, das möchte ich nicht und das möchte ich nicht. Ich verstehe alles. Ich muss allein die anderen abreisen. Ja. Der Schweizer hat es auch so gemacht. Naja. Und ist also alles haben muss und ist alles noch zu fangen. Nur in dem Moment, wo wirklich mal was schief gehen sollte, dass da jemand nicht zu erreichen ist, der kann also. Wie könnte es passieren, dass er mal eine Nacht irgendwo sich ein eigenes Hotel suchen muss? Das ist ja nicht das Problem. In die Gruppe stößt. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist ja, dass man die Fahrt von Anfang bis Ende mitmacht. Ja, es ist. Vor allen Dingen, wenn es schöne, besondere Fahrten sind. Es ist immer gut, ein Risiko dabei. Naja, es geht ja mir nur darum, gibt es eine Möglichkeit, sie anzurufen. Das ist ja eben so mein. Auf meinem Arbeitsplatz. Wenn die Telefonnummer, die vorhanden ist, die Runde gemacht hat, dann kann ich mich auch zu Hause nicht mehr aufhalten. Ja, ja. Also darum gibt es das nicht, interessiert überhaupt nicht. Es gibt im Moment keine Möglichkeit. Simultan, es geht nicht. Wie viele Mitglieder hatten eigentlich? Sind es viel? 2.500 oder was? 2.200. Aber das ist nicht Ihr Hauptjob. Das hängt leider daran, dass es Leute gibt, die
Anders kann man es wirklich nicht sehen. Ohne Sinn und Verstand, da es sich erlauben oder erlaubt haben, muss man dazu sagen, die sich erlaubt haben, mich dann abends nach 24 Uhr anzurufen. Ja, eben. Und deswegen kann es keine Telefonnummer mehr geben. Ich habe es noch nicht probiert. Stehen Sie auch gar nicht im Telefonbuch drin? Nö, ich stehe auch nicht im Telefonbuch. Naja, ich werde mich um 12 Uhr oder um 12:30 einer anruft. Sagen Sie mal, Sie machen eine Dampfsonderfahrt. Ihr Zug, der fährt auch morgen die Strecke da. Können wir mal verraten, wenn der da in der Nähe von dem Bahnhof sowieso vorbeifährt? Ja, nein, ich habe dafür Verständnis, das sieht es nicht. Es geht ja auch nur um diese ganz speziell. Ich werde mich aus. Sie haben ja wunderbar reagiert. Sie haben ja herrlich angerufen. Und alles hat ja gut geklappt. Und ich werde mich in Zukunft Dinge, zurückhalten, Dinge, Sachen zu kombinieren. Das war jetzt etwas gewesen, was mit dieser Fahrt dann nichts zusammenhängt. Sonst nichts. Normalerweise liegen die Sachen fest. Wir wissen doch heute schon, wann die Ukraine wohl losgeht. Auf die Minute, wann sie anfängt. Ja, da fahre ich nicht eine Woche vorher hin. Ich dachte, ja. Was soll ich? Oh ja, gut, ich finde, was heißt, fahren Sie nicht eine Woche vorher hin? So etwas nicht. Nein, wenn jetzt, ich fahre zum Beispiel mit Müller, den wir selbst in Nürnberger Eisenbahnfreunde kennen. Auch den Müller, ja sicher. Den Müller, nicht? Und mit dem fahre ich, achso, die Müllerfahrt habe ich ja mit Ihrer Fahrt kombiniert. Erst war ich mit Müller in Buschertswickeln, dann war ich mit meinen Bekannten da im Riesengebirge und anschließend bei Ihnen. Ja. Und wenn ich mit Müller im Herbst in die Slowakei fahre, zu der Zahnradbahn und zu den Überlandstraßenbahnen, ja. Da, Sie wissen schon, was da oben ist, ja. Bobrad und wie immer, ich sage, Herr Müller, das können Sie alleine machen, nachts dann mit dem Zug hinfahren, ich kann da fahren, ich steige dann dazu. Naja, warum auch nicht, ich mache also alles mit, vom Anfang bis Ende, bloß ohne An- und ohne Abreise. Ich komme da an, morgens mit dem Schlapper und fahre auch wieder mit sowas zurück, weil die haben ja keine Zeit. Müller würde das nicht mitmachen, mit dem Schlapper, wenn er so viel Zeit hätte. Geht auch nicht anders. Nicht jetzt. Ja. Aber ich fahre da schon vorher irgendwie so. Ne? Ja, normalerweise sind das Dinge, die stehen von vornherein fest. Nur wenn so etwas ist wie ein Fahrplan wechseln, dann eiert man der ganze Geschichte. Naja, das ist übereinander. Es hat ja alles hervorragend geklappt. Was das drumherum betrifft. Von hier will ich nicht reden. Von unserem ersten Tag. Ja, das ist natürlich eine dumme Geschichte. Aber die Grenze nicht zu packen. Der Gerichtsstand ist ja in Frankreich. Das könnte vergessen. Es bringt ja auch nichts. Die Zeit ist vorbei. Ja, was haben wir jetzt davon? Ärgerlich ist das schon. Ja, aber da also auch der Schatzmeister, der ist ja Rechtsanwalt. Also so etwas schreibt er da ab. Er weiß auch, wie sich auch die Kirchenblume hängen. Das ist ein alter Praktiker. Er gibt mir so Sachen, die nicht, dass ich sage. Das Rechtliche ist immer ganz schön, aber was hat man davon, wenn man den Schaden hat? Ach, ab und zu muss man sich auch mal rühren. Nein, unser links verblüht. Findet nirgends von der Welt. Spätraps, ne? Aufgepasst habt, die Natur ist hier noch nicht so weit wie bei uns. Je weiter man auch an die Küste guckt, umso mehr fällt das auch auf. Dänemark, da ging das bis in Juli rein. Das ist dann später. Doch jetzt eben. Das fängt nicht so früh an zu blühen. Damals war der Raps schon fast verblüht. Ne? Bei uns, wir liegen 560 Meter hoch, das ist schon lange verblüht. Naja, schon.
schon. Aber sie sind da eigentlich der thematisch gar nicht das sehen. Also kann man schon besseres Klima vorstellen. Aber man muss leben. Ja, das geht aber doch ganz gut. Sie haben doch, so lange haben sie doch auch nicht Schnee. Schnee haben wir fast überhaupt keinen mehr. Meistens alles Dreck. Aber das schöne Wetter haben wir halt meistens bloß im Herbst. Herbst, ja. Und jetzt regnet es halt zu viel. Schönestens man erinnert, ganz im Oktober, November schönes Wetter. Wettermäßig ist eigentlich die Zeit von Oktober bis März die schönste. Spätestens bis dann noch anrufen, dann machen sie das auch nicht, weil ansonsten läuft es halt wie ausgeschrieben. Das läuft doch in aller Regel so wie ausgeschrieben. Die Sachen werden eben erst dann verschickt, wenn das auch noch sicher ist. Es gibt da immer wieder Probleme, dass da Sachen, das ist mir immer unsicher, ob das dann geht. Nein, im Regelfall fahre ich höchstens ein, zwei Tage vorher nicht, weil ich mag keine Nachtfahrt machen. Wenn ich da nach Hilseis fahre, dann möchte ich am Tag irgendwo hinfahren, ein oder zwei Tage vorher, um ein bisschen rumzuschlawenzeln, nicht in Saarbrücken als Beispiel, wenn, ich weiß nicht, wo sie die Fahrt dann wegmachen in Frankreich. Die werden vermutlich in Vorbach. Also Saarbrücken ja schlafen, nicht? Das ist ja direkt hinter der Grenze, ja. 10 Kilometer. Also wäre ich einen Tag früher da sein, ne? Also dann abends wieder schlafen, ich will ja nicht, denn verstehen sich Feierabend. Ja, was da jetzt genau läuft am Programm, das lass ich mich überraschen. Nur ich werde nicht in letzter Minute fahren. Ja, Sie müssen sowieso einen Tag vorher anreisen, weil Sie morgens ja sehr unmöglich erreichen können. Geht gar nicht auf. Meistens mache ich gar nicht gerne Freitag, sondern lieber Donnerstag, weil die Züge leerer sind. Ne? Sie wissen ja, was Freitag Nachmittag los ist. Es könnte sein, dass am Freitag schon irgendwas stattfindet. Ja, umso besser. Müssen Sie Donnerstag fahren? Macht ja nicht. Ist also noch nicht sicher, was da ist. Läuft wie umfangreich, dann ist das eben damit zusammen, wie die Bahn da eben nicht spielt. Aber krass, es läuft das nicht schon? Nee. Das hängt also auch mit dem Preis zusammen. Wenn da ein Fantasiepreis von der SNCF-Bahn rauskommt, kann man noch nicht fahren. Also die Fahrt wird über 100 Mark kosten. Weiß ich jetzt schon. Eine Tag oder anderthalb? Ein Tag. Welche Preise verlangen die überhaupt so? Höhere wie die Bundesbahn. Das ist mir klar. Also ich habe schon mal irgendwas gesehen, da wollten sie für was für eine Tour 96.000 Euro für eine Tagesfahrt. Privat. Ich sag dir. Sie sagen jetzt mal nichts, Herr Hauschlott, mal was meinen Sie, was ich bezahlt habe von den, wie heißt das, Ternier? Ja. Nach St. Quentin und zurück. Was schätzen Sie? Nee, nicht gucken. Ja, was heißt gucken? Von Amiens nach Saint-Quentin, 69 Kilometer. Ne, es sind 93 Kilometer. Nein, ich bin nur von Ternier gefahren. Ich habe ja eine Karte bis Ternier. Es sind 93 Kilometer für 69 Franc. Das ist 23 Mark für fast 100 Kilometer. Ich habe für das kleine. Ein Ideechen teurer. Die Bundesbahn. Ich habe 15 Mark bezahlt, von Ternier bis St. Quentin und zurück. 45 Franc. Ja. Ich habe ja keine Amission, keine Gruppenamission. Nö, ich auch nicht. Ne? Das ist der Regelfahrpreis. Ne? Ach, Sie kriegen hier keine Amission. Gibt es keine Gruppen in Frankreich? Natürlich gibt es Gruppen in Frankreich, aber wenn ich zusätzlich für jemanden noch eine Einzelfahrt so brauche, so, dann ist das auch keine Gruppen mehr. Das ist eine Einzelfahrt. Ach so, das ist eine Einzelfahrt. Nö, das ist kaum teurer wie bei der DB. Aber Sonderzüge sind erheblich teurer. Na und jetzt? Jetzt warten wir bis 14:57 Uhr. Ist so weg. Na, wir sind ja da, wir können ja auch schnell. Nee, kommen wir mal raus. Achso. Wie spät haben wir es jetzt eigentlich? Jetzt haben wir 13:52 Uhr. Richtig. Um die Zeit. Also um eine Kanne Wein sich reinzuschütten, da reicht das vermutlich noch. Ja,
Die haben doch diese Moselstrecke zugemacht zwischen, also wie heißt das? Perl und Aper. Perl und Aper auf einen Kilometer. Ja. Beim Güterverkehr läuft das. Ja, aber Personenverkehr. Ne? Personenverkehr läuft anscheinend nicht mehr. Anscheinend hat die SNCF unten drunter direkt bis Thiorville zugemacht. Ach, auch das Stückchen? Aber war schon lange Zeit ganz schwacher Verkehr. Die wollen alle Züge über Luxemburg fahren. Ja, im Moment geht jetzt alles über Luxemburg. Geht da was kaputt oder ist das einfach wegen der Nachfrage? Die durchgehenden Züge? Oder das hat ja die letzten Jahre nur noch einen durchgehenden Zug gegeben. Da über Ab 8. Ja, ich wollte jetzt da lang fahren und es geht nicht mehr. Ne? Nö, es geht nicht mehr. Vorbei. Sie ist Vorsicht. Der eine Zug, der nach Hagarten-Falk nach vorne, den hat man ja auch bis zum Gill zurückgenommen. Wo sind wir jetzt? Nee. Ich ahne Fürchterliches. Alles klar. Wieso? Raten Sie mal, warum er hier steht. Passen Sie auf, gleich macht er dir Klack. Und dann ist auch da drauf. Achso, dann werden wir dann eingefahren. Denn das und hinter uns machen Sie die Tür zu und das war's dann. Dann hielt man schon zu. Ich nehme an, das Ganze, das heißt dann Kreuz. Nee, der kann auch nicht fahren. Da vorne sind noch die Gleissperre. Ist auch noch. Die muss er denn zuerst. Doch, das wäre doch kein Problem. Schon beseitigt. Wenn die Gleissperre nicht beseitigt wird, dann muss eigentlich mal eben reisen. Das lief zu gut ins Gelände hier. Kommt er wieder? Jetzt kommt er wieder. Mit Flug. Naja. Und die kreuzen wir damit uns selbst. Die Schuhe sind inzwischen wieder sauber. Ja, das haben wir alles im Zug gelassen. Ja.